In der Notaufnahme ist Assistenzärztin Dr. Charlotte Engel im Dienst, als ein Türsteher ihre Hilfe braucht. Der 24-Jährige ist angeblich durch eine Balkontür gestürzt, verstrickt sich jedoch zunehmend in Widersprüche. Was machst du hier? Was ist passiert? Was hast du im Gesicht? Oh mein Gott. Ja, wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu eruieren. Ja, das ist nicht so schlimm. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich bin beim Duschen durch die Duschtür geflogen. Beim Duschen durch die Duschtür? Beim Duschen, Herr Rust, eben haben Sie gesagt Balkontür. Ja, meine ich doch. Balkondusche, da ist doch was Gleiches. Da ist nicht dasselbe. Doch, ich bin da gestolpert und dann bin ich da drüber geflogen. Okay, wir machen jetzt erstmal die Wunden sauber und schauen mal, ob da irgendwo noch irgendwas drin ist an Scherben. Weil es sieht ja schon eher so aus, dass das doch was mit einer Tür zu tun hat, wenn Sie ja, da jetzt so... Die Schnittwunden sind nicht so schlimm. Danke. Zeigen Sie mal eben. Drehen Sie mal ein bisschen den Kopf, dass ich da gut dran kann. Ich würde echt mal gerne wissen, was da jetzt wirklich passiert ist. Erst berichtete der Patient, dass er über eine Kiste gefallen sei auf dem Balkon und dann in die Balkontür gefallen sei. Und als dann die Freundin des Patienten mit in den Schockraum kam, änderte sich die Geschichte in Richtung Duschkabine und Badezimmer. Da war ich natürlich extrem hellhörig und ob davon irgendwas war, zeigte sich dann im Verlauf. Also Herr Rust, Sie müssen auf jeden Fall einmal hier bleiben. Ich habe den starken Verdacht, dass der Arm doch gebrochen sein könnte. Gebrochen? Ja, gebrochen. Was ist denn jetzt passiert? Balkontür, Duschkabinentür, was genau ist jetzt passiert? Das ist doch nichts. Warum bist du überhaupt hier? Ich habe dir doch gesagt, du brauchst gar nicht kommen. Du rufst mich an und sagst, du bist in der Notaufnahme. Ja, meinst du, ich gehe dann nach Hause und dann mache ich Mittagessen und warte auf dich? Vorbei, lass dann mal kurz drüber gucken. Nicht kurz drüber. Ich habe hier Nico und Patrick haben auch schon angerufen jetzt, ne? Das sind deine Kollegen. Was sollen die Jungs denn jetzt noch hier? Der 24-jährige Patient scheint nicht gerade erfreut darüber zu sein, dass sich auch seine Türsteherkollegen auf dem Weg in die Notaufnahme gemacht haben. Warum, soll sich allerdings erst über Umwege aufklären. Was ist los? Ich schaff das auch alleine. Das ist nicht schlimm. Was ist denn passiert? War das die Jungs von gestern? Nee, wie von gestern? Also doch bei der Arbeit passiert, nee, oder was? Nee, da war nichts mit den Jungen. Er sagt Balkontür, er sagt Duschtür. Jetzt ist es die Arbeit. Was ist denn los? Da war ein bisschen Ärger, aber die waren ruhig gewesen. Ja. Okay. Ihr seid doch hier. Sieht echt schlimm aus. Die drei verschiedenen Geschichten, wie es zu diesen Verletzungen gekommen ist, die waren schon alle merkwürdig. Einerseits war es eine Balkontür, dann eine Duschtür, dann war es eventuell eine Schlägerei. Es war schon ziemlich merkwürdig und man wurde schon neugierig, was jetzt wirklich der wahre Hintergrund ist, wie es dazu gekommen ist. Es ist hier der Verdacht, dass er eventuell eine Fraktur hat, also einen Bruch. Oh. Ne? Wie sieht das denn beim Arbeiten dann aus? Naja, Herr Rust, jetzt müssen wir erst mal gucken, ob es ein Bruch ist, wie der Bruch aussieht. Ja, ich kann nicht so lange jetzt eingeschränkt sein mit dem Arm. Haben Sie nicht irgendwas, Tabletten oder so? Naja, Herr Rust, wir machen jetzt erst mal diese Röntgenaufnahme. Danach wissen wir, ob der Arm gebrochen ist oder nicht. Im schlimmsten Fall müssen Sie sogar operiert werden. Also Arbeit hin oder her, da müssen Sie jetzt erst mal ein bisschen Geduld haben. Genau, würde ich auch sagen. Aber das kann ich mir auch nicht. Das kannst du dir leisten, doch. Jeder kann sich das leisten. Die Gesundheit geht immer vor, ne, Herr Rust? Dann gehen Sie mal bitte jetzt einmal hier in den Rollstuhl. Ich weiß ja, wie das ist in diesem Bus. Ja, Vorsicht, hier ist noch eine Stufe. Alles okay, Herr Rust? Alles gut? Setzen Sie sich noch mal. Was ist los, Herr Rust? Was ist los? Nee, das ist ein Schatz, was ist los? Ein Piepsen im Ohr. Alles klar. Herr Rust, ist Ihnen auch schwindelig? Oh. Geht. Super. Ja, Moment mal. Ich hab nichts getrunken heute den ganzen Tag, das ist... Kannst du mal Blutdruck messen? Mhm. Nee, Herr Rust, irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Was haben Sie? Sie haben also ein Piepsen im rechten Ohr. Ja, manchmal war da so ein Piepsen, so ein... Als der Patient sich in den Rollstuhl umsetzen wollte, erlitt er eine Schwindelattacke, fasste sich auch ins rechte Ohr und wir konnten nicht wie geplant mit ihm direkt in die Radiologie fahren, sondern da war wirklich mehr im Argen, als wir bisher gedacht hatten. Herr Rust, wenn man Schwindel hat, ist das eher bei Ihnen so, dass man wie im Karussell sich dreht oder auf dem Boot schwankt oder wie im Fahrstuhl? Ein bisschen so schwarz, so ein bisschen mit Sternchen, aber... Also ich habe hier den Eindruck, dass er auch so ein bisschen, ich kenne ihn ja nicht, ne, aber dass er so ein bisschen auch, wie viel? 150. Okay, dass er ein bisschen neben der Kappe ist und ich nicht weiß, ob, ne, jetzt berichtet er über dieses Ohrgeräusch, über Schwindel, das macht mir Sorgen, sodass ich nicht nur den Arm röntgen würde, sondern einmal eine Schichtbildaufnahme vom Kopf machen möchte, ja? Er gibt auch nicht richtig hier zu, was passiert ist, setzen Sie sich mal rein. Das melde ich. Ja, das kann ich verstehen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir eine Bildgebung machen. Das ist schon wieder besser jetzt. Ja. Die Typen von gestern waren. Da der Türsteher vermutlich über Nacht bleiben muss, will seine Freundin zu Hause ein paar Sachen für ihn holen, während die weiteren Untersuchungen laufen.
Dr. Engel widmet sich in der Zwischenzeit einer Aushilfsbuchhalterin der Klinik, die umgeknickt ist. Und jetzt sind sie bei uns gelandet. Ja. Aber wir können uns auch gerne duzen, wenn wir hier zusammenarbeiten. Ja, Charlotte ist mein Name. Das ist Tina. Ja, was ist passiert? Ja, ich habe im Moment ziemlich viel Stress da oben. Also ich mache ganz wenig Pause und alles. Ja. Und ich habe das zwischendurch immer so, dass meine Beine einschlafen. Und eben als ich dann mal Pause machen wollte, bin ich aufgestanden und hatte ein richtiges Taubheitsgefühl und dann bin ich umgeknickt. Ach, okay, weil Sie einfach so eingeschlafene Beine hatten. Beide oder eins? Beide. Okay, und wie saßen Sie so am Schreibtisch? Ja, ganz, ganz normal halt, ne? Also, ja. Okay. Können Sie sich mit dem Popo dann einmal darauf setzen, dass wir es, wir waren ja beim Du schon, ne? Dass wir dann einmal deinen Fuß angucken können, ne? Das sieht ja schon ordentlich aus. Oh, und die Schuhe, die du trägst, sind natürlich auch jetzt alles andere als orthopädische Schuhe, ne? Genau, leg Koschi ab. So, das ist aber schon ordentlich, ne? Pass mal auf, ich versuche das mal ein bisschen hier zu bewegen. Das ist richtig schmerzhaft, ne? Ist auch ordentlich geschwollen. Der Fuß von Frau Pohl war sehr, sehr auffällig. Ich würde mich sehr wundern, wenn da nicht mindestens wir eine schwerwiegende Bänderverletzung haben, wenn nicht eine Fraktur. Also klar ist natürlich bei so einem Bürojob, ne, um das, sowas zu vermeiden, tendenziell immer mal wieder aufstehen sollte. Ne? Wenn man merkt, irgendwie es fängt an zu kribbeln, ne? Dass man dann einmal auf dem Flur auf und ab geht, ne? Oder sich einen Kaffee holt oder ein Wasser, ne? Dass man sowas vermeiden kann. Ich hoffe auch, dass nichts gebrochen ist oder so, weil ich will mich ungern krank schreiben lassen. Ne? Ja gut, also jetzt gilt in so einem Fall, ne? Wir machen auf jeden Fall ein Röntgenbild. Ja? Wenn da nichts auffällig ist, dann betrifft das mindestens die Bänder. Also die Bänder sind mindestens überdehnt. Mhm. Ja? Das bedeutet, dass du auf jeden Fall das Bein hochlegen musst, kühlen musst und schonen musst. Und das schon die nächsten paar Tage. Ne? Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass jemand denkt, du wirst hier simulieren, weil es gibt einen Bericht von mir und genau, da weiß dann jeder, ne, dass du gut arbeitest, aber eben jetzt leider verletzt bist ein paar Tage. Das ist echt schlimm, echt. Ja? Guck mal, der Thomas gibt dir ein paar Tropfen. Ein paar Schmerztropfen. Menschen, die im Büro arbeiten, sollten sich regelmäßig immer bewegen. Wie in unserem Fall sieht man, dass ganz häufig die Extremitäten einschlafen und es dann zu Verletzungen kommen kann. Außerdem sollte wirklich gewährleistet sein, dass eine rückengerechte Arbeit möglich ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich informieren, wie man sich dahingehend weiterbilden kann. Ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt gebrochen ist, aber wir gucken einmal lieber nach. Und die Bänder brauchen leider eine Weile, bis die wieder richtig zusammengewachsen sind. In ein paar Tagen kann die Buchhalterin wieder arbeiten, denn es war nichts gebrochen. Charlotte Engels anderer Patient hingegen hat einen Unterarmbruch und zudem ein großes Geheimnis. Doch vor allem seine Schwindelattacke gibt Anlass zur Sorge. Sie haben ja Gott sei Dank einen geraden Bruch, also wir müssen nicht operieren. Gips wird auf jeden Fall 4 bis 6 Wochen dranbleiben. Ne? Da müssen wir arbeiten aus. Ja, ne? Haben Sie ja gerade gehört, das wird erstmal sich noch hinziehen. Ne, jetzt sind Sie aber bei meiner Kollegin in den besten Händen. Die übernimmt Sie jetzt hier. Ja? Um dich da einmal auf dem Laufenden zu halten, gibt es mehrere Versionen der Geschichte. Aha. Irgendwas mit Dusche und dann mit Kiste. Ah, okay, und das ist die Freundin jetzt. Ja, einmal die Wechsel machen. Was ist jetzt passiert in der Wohnung? Da ist nichts kaputt. Ich war in der Wohnung, hab deine Klamotten geholt, da ist nichts kaputt, kein Glas, gar nichts. Ich habe das schon alles weggeräumt direkt, wo ich dann die Verletzung... Ganz ehrlich, da ist nichts kaputt, du machst irgendwas Kriminelles, oder? Mach, hast du irgendwas gemacht hier mit deinen Kollegen irgendwie? Ich hab nichts Kriminelles. Boxerei, was irgendwas? Ich hab was gestern. Nach den Jungs, nichts mit den Jungs, Quatsch. Ich geh ganz normal arbeiten. Ja, sicher? Oh. Wer ist das denn? Wer ist das? Wer war das denn jetzt? Ist das auch noch? Hast du eine andere, ja? Was ist hier los? Wirklich, jetzt hau raus, was ist das? Was ist hier los? Wer war das? Ja. Warum ruft dich eine andere Frau? Ist das deine Affäre? Wer ist das denn? Das kennen wir. Ja, muss ich die kennen? Das ist so deine Schwester. Ich kenne die, das ist meine Schwester. Schwester. Das ist deine Schwester. Du hast die, glaube ich, noch nicht kennengelernt, hast du noch nie gesehen. Schwester. Aber die Jungs kennen die, die können sie auch. Das kann ich euch jetzt glauben. Oder ist definitiv, das jetzt definitiv, definitiv. Oh, okay. Und ja, was hat jetzt deine Schwester mit dem Ganzen zu tun? Ich habe vor kurzem eine neue Arbeitsstelle angenommen, eine Zweitstelle. Und da gehe ich putzen. Putzen? Putzen. Putzen, ja. Okay. Putzen. Warum? Was ist los? Ja. Jetzt erzähl. Das reicht dir unser Job nicht? Ja, doch, aber das Geld und reich wird man dadurch auch nicht. Und
Meine Schwester, die hat mir erzählt, die hat ein super Angebot bekommen und die will im Ausland studieren gehen und ihr wisst ja auch, mit unseren Eltern. Ja, und ich ja, bin der Einzige, der meine Schwester hat und ich muss sie unterstützen, das ist meine jüngere Schwester. Warum sagst du mir denn davon nichts? Wir hätten dich doch alle unterstützt. Und dann musste ich diese Putzstelle annehmen. Ich habe davon nicht viel erzählt, war mir peinlich, gerade vor euch, ne? Ihr wisst ja. Ja, aber das war ein anderes. Familie ist wichtig. Wir sind alles zusammen seit 3 Monaten. Du kannst mir das doch mal erzählen. Du kannst mir doch deine Schwester vorstellen. Ich würde doch helfen. Wir helfen doch alle. Und gerade über sowas redet man ungern. Und wir drei stehen jetzt hier bei dir am Krankenbett, als ob wir dir nicht helfen würden, finanziell irgendwas. Ja. Der Unfall ist wirklich passiert. Ich bin wirklich. Ja. Ich war am Putzen gewesen und dann habe ich wieder so einen Schwindelanfall bekommen. Ja. Und dann ist dieser ganze Spiegel von der Wand auf mich geflogen. Ich habe dir noch gerade versucht, mich mit der Hand so zu schützen. Wer du gerade weißt, was passiert, dann sag uns bitte vorher Bescheid. Mann, also ich denke, das klingt ja jetzt doch glaubwürdig. Ne? Also der Schwindel muss unbedingt weiter abgeklärt werden. Ich habe gerade aus der Notaufnahme einen Anruf bekommen. Ich muss jetzt wieder rüber. Wie gesagt, Sie sind bei meiner Kollegin in den besten Händen. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, und dass Sie erstmal schnell wieder gesund werden. Schwierig ist es, wenn ein Patient wirklich nur machohaft handelt und wir nichts aus ihm rauskriegen, denn dann können wir ihn nicht adäquat behandeln. Hier muss man allerdings sagen, dass die Ursache, warum er uns angelogen hat, wirklich eine rührende war. Denn er geht putzen, was natürlich vielleicht für ihn als Mann und als Macho eben auch nicht der einfachste Job ist, damit seine Schwester ein Auslandssemester machen kann. Nichtsdestotrotz ist sowas wirklich nicht zu empfehlen, uns nicht hier direkt die Wahrheit zu sagen. Bleibt die Frage, was hinter dem Schwindelanfall des Patienten steckt. Im Gespräch mit Internistin Dr. Ella Brandt gesteht der Türsteher, dass ihm schon seit Wochen immer wieder plötzlich schwindelig wird und er Ohrensausen bekommt. Ein Hörtest liefert einen ersten Anhaltspunkt, was die Probleme verursachen könnte. So, jetzt ist er weg. Und hören jetzt Sie ihn wieder, ja. Also das ist schon ein deutlicher Hinweis auf eine Störung im Mittelohr, im Innenohr. Ich habe Ihnen hier mal so eine Schautafel mitgebracht, wo Sie das genau erkennen können. Hier ist Ihr Ohr, der äußere Gehörgang, dann geht es übers Trommelfell ins Mittelohr und hier ist das Innenohr. Okay. Und im Innenohr, da ist ja auch das Gleichgewichtsorgan und das Hörorgan. Und mit diesen Tests konnten wir jetzt nachweisen, dass eine Störung hier im Innenohr liegt, ja. Also das müssen wir alles fachärztlich, hals-nasen-ohren-technisch genau abklären lassen. Also die Ursachen für diese Verdachtsdiagnose, die ich habe, die hat einen Namen, Morbus Meniere. Die Ursachen für Morbus Meniere sind noch nicht abschließend klar. Es liegt auf jeden Fall eine Flüssigkeitsansammlung im Innenohr vor, was zu einem erhöhten Druck führt und damit zu den entsprechenden Schwindelattacken, die sich bei dem Morbus Meniere als Drehschwindel zeigen. Spricht eigentlich alles für einen Morbus Meniere. Man kann den medikamentös behandeln mit 2 verschiedenen Medikamenten. Also sollte diese Diagnose erhärtet werden, dann werden Sie vom Hals-Nasen-Ohrenarzt ein Medikament bekommen, was Sie immer bei sich tragen. Wenn so ein Anfall kommt, das ist das Allerschlimmste, ist nicht absehbar, der kann von jetzt auf gleich entstehen, dass Sie dann ein Medikament nehmen und man kann eine Anfallsprophylaxe, so nennt man das, machen mit einem Medikament, was einfach die Durchblutung steigert. Okay. Hinzu kommen natürlich sehr gute Schwindelübungen, die der Patient erlernt und bei regelmäßiger Durchführung es zu einer deutlichen Reduzierung der Schwindelattacken kommt. Hauptsache, ich kann schnell wieder arbeiten und dann mit den Medikamenten. Also jetzt geht es. Wichtig ist, dass du wieder auf die Beine kommst. Wir regeln das schon. Kein Problem. Ich versuche auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder, dass ich arbeiten kann. Ja, wir packen dich wieder auf. Ja, kriegen wir schon hin. Bereits am folgenden Morgen durfte der Türsteher nach Hause. Der Verdacht auf eine chronische Innenohrerkrankung hat sich bestätigt. Doch seit der 24-Jährige medikamentös eingestellt ist, treten die Schwindelanfälle nur noch selten auf.